Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Let's Go Pikachu. Mein Name ist Dr. Zeit und letzte Folge sind wir in Prismania City angekommen und Quappo ist sein bester Freund. Yay, hi Quappo. Quappo, Quappo. Hey Rocco, was geht ab? Oh, hallo, was für ein Zufall. Was ich hier mache, fragst du? Ich bin gerade auf dem Rückweg von der Arena von Prismania City. Ja, genau. Also Arena letztlich nehme ich großen Wert darauf, dass ich mit meinen Kollegen auszutauschen, weißt du, ne? Weißt du? So bin ich eben. Ein Profi, durch und durch. Sorry. Ach, Rocco, hörst. Leider sehen das meine Kollegen nicht alle so. Ist man mich zumindest eiskalt abgeblitzt. Oh, diese Memoria-Krieg hat mir an als Mixbrenzel gedacht. Hier, du kannst sie haben. Oh, danke schön, Rocco. Schaut, dass Erika die nicht so Nummer hat, wie du gern hättest. Oh, ja. Trink daher am besten ein schönes Tässchen Tee dazu. Tee? Tee. Moment, Tee. Oh, verflixt, ich wollte doch eine Tee aus dem Wachmann aufheben. Sahst durstig aus. Ah, ich bringe ihn schon vorbei. Ach, lässt sich nicht erinnern. Immer weiter so, yep. Ich werde auch irgendwann nochmal zu Erika vorbeischauen, aber schauen wir mal. Da mal Apartments, okay. Ist das der, dieses Apartments da, wo... ich schon drin war? Ja, das ist es. Da, wo ich den Hintereingang schon genommen habe. Mülleimer, leer, okay. Das sind die Momente, die im Leben wirklich zählen. Oh. Okay, schön. Ja, na, ich schaue mir jetzt da mal um. Weil, ich glaube, da gibt es sicher was Cooles. Was steht da drauf? Game Freak, Empfangsraum. Game Freak. Das sind immer die interessanten Sachen. Was haben wir da? Ich halte hier gerade ein Meeting mit dem vielversprechenden Kunden ab. Willst du mitmachen? Ja. Was? Definitiv. Damn. Eine Firma, an der man nicht jeden Tag im Anzug. Eine Firma, in der man nicht jeden Tag im Anzug antanzen muss. Das macht mich ganz schön neidisch. Tja, man kann nicht alles haben. Ja, na, ich muss auch nicht immer jeden Tag in Anzug. Ist schön. Hi. Ich bin der Grafiker. Ich war es, der das Design für dich entworfen hat. Gut gemacht. Schaut echt klasse aus. Schön, dich zu sehen, Pokémon-Trainer. Du weißt zwar wahrscheinlich noch nicht, was ich damit meine, aber bitte schau noch mal bei mir vorbei, wenn du einen Titel ergattert hast. Also, Champ, ja, passt. Ich bin der Programmierer. Hey, Kollege, was geht? Das ist der Programmcode. Naja, außer man kennt sie aus. Sollen wir herumspielen? Ich bin der Projektleiter. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Ah, Mist, die mag ich auch gerne. Nicht zu vergessen. Sabrina! Bist du Rocco 2.0? Ist die Frage. Rocco 2.0. Wahnsinn. Na, ich gehe gleich wieder. Das ist ein Wahnsinn. Na, aber Prismania City, eine schöne Stadt, gibt's viel zu erforschen. Und ja, es ist groß. Man glaube, ich sieht's eh schon an die Häuser. Allein, dass ich in dem Gebäude jetzt 5 Minuten verbracht habe. Keine Ahnung, einige. Das sagt schon einiges aus. Na gut, die Aufnahme läuft gut. Ja, das gefällt mir. Weil das muss ich ab und zu abchecken, ob das eh nicht irgendwann absäuft oder so ähnlich, weil das wäre weniger geil. Hinter mir rollt noch mein Geowatz, also der Rock natürlich, hinterher. Hi du, ich verkaufe einige meiner handgemachten Pokémon-Accessoires oben im 5. Stock des Einkaufscenters. Schau ruhig mal vorbei. Floor, ja. Korrekt, so. Schräg. Und Smogon ist der beste Partner, den man sich vorstellen kann. Oh. Smogon. Ah, das hat Pokémon Center Melodie.
Aha, hinten, Übersicht, ja, brauche ich nicht. Ich habe eigentlich keine Augenkämpfe zu erledigen, aber ich treffe hier immer meine Freunde. Das ist cool. Achso, das wird die Liste sein. Aber das vierte Obergeschoss ist weit oben. Wollen wir nicht einfach wieder gehen? Na, na, na. Du kannst mir ein paar Accessoires für meinen Pokémon, bitte. Ah. Oh. Tja. Ich weiß, was du meinst. So jung bin ich auch nicht mehr. Trainerabteilung Videospiel. Videospieler? Dann muss ich hinschreiben. Zweites, merke ich mal. Geschenk. Aha. Und Getränke. Getränke. Da werde ich viel einkaufen. Okay, aber zuerst schauen wir uns mal alles an. Mit allen reden. Eisenschweif, ja. Also Stahlattacken habe ich noch gar keine, aber... Ja, schauen wir mal. Wann ich einen krieg. TMs? Habt ihr TMs auch? Hier kannst... Ah, ja. Sehr gut. Drachenrote Kehrtwende. Eisenschweif. Kaskade. Moment, TMs. TMs, die sind einmalig. Ich sollte mal jeden kaufen. Ja. Ja, eindeutig. Dann kaufe ich ja jedes... Also, Hyperstrahl bin ich jetzt kein großer Fan, muss ich auch gleich dazu sagen. Aber beim Rest, bitte, das ist ja super. Was ich nehme einfach alles. Aber ich fange mal mit Eisenschweif an. Ja, gib her. Dann Triplette. So, 240.000. Ja, die zwei, oder? Oder Protzen Spuckball. Ja, nehmen wir die zwei. Passt schon. Ich brauche kein Geld, außer für das. Oder hätte ich mal was aufgehalten sollen? Wer weiß. Egal. Egal. Wunschlos glücklich. Danke. Bye. Ich schaue mich nur um. Aha, da ist das Standardzeug. Lockparfüm haben wir auch zu kaufen. Das ist sehr gut zu wissen. Ja, okay. Na, danke, bye. Okay, erster Stock muss ich nochmal hin. Also, wenn ich wieder reich bin. Ey, ihr zwei, cool! Tauscht sein Kangama gegen mein Apollo. Huch. Ja, du jetzt hast der Gengar, so schaut's aus. Ich muss ganz dringend auf die Toilette durch. Hier kommt schon wieder ein Kunde. Und der neue Kollege, der mich abwählen sollte, kommt auch durch zu spät. Hilf mir doch jemand, reicht mir niemand die Hand. In diesem Sinne, rechte Hand. Oh, so ein sinnloses Ding. Ja, erhöht die Stärke der Attacken eines Mitstreiters. Ich weiß, aber... Kampfspiel sieht ziemlich anspruchsvoll aus. Vielleicht Pocken? Die Kurzform. Halt. So, ne? Puzzlespiel. Was könnte das sein? Ein Pokémon Puzzlespiel. Fällt mir jetzt nicht ein. Pokémon Puzzle? Oh. Ja, das sind ein Haufen Switches. Sportspiel. Aha. Ich weiß. Andere ID-Nummer. Gibt auch geheime ID-Nummer, aber. Ja. Ein Rollenspiel. So wie das da. Wer weiß. Na gut. Zweite Stockwerk ist jetzt nicht so viel Interessantes, aber... Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Das will keinen Donnerstein. Ah, da kann man es kaufen. Und man kann Eissteine kaufen. Das wollte ich auch wissen. Das ist sehr gut. Ah, ups. Ich wollte nicht nochmal. Ich habe zu wenig Geld für das Zeug. Aus dem will ich es gerade nicht. Megasteine. Kann man da Mega-Entwicklungen durchführen in dem Spiel? Das ist was Interessantes. Wassersteine entwickelt sie sich vielleicht. Ja. Furchtbar. Hi, du. Ach, diese Accessoires für Pokémon sind einem so unglaublich reizend. Am liebsten würde ich sie ja selbst tragen.
Bändchen, Schleifchen, Spangen, Blümchen. Aha. Achso, ist das fürs Pikachu? Die ist aber süß. Okay, ich kann mir halt nichts leisten, aber... Brillen und Sonnenbrillen. Wow. Okay, das gefällt mir. Ja, es scheint mal etwas auf sich halt. Achte auf darauf, dass dein Pokémon anständig aussieht. Also, ihr parfümelle Kleidung, ich glaube, das passt. Verlangt schon die Etikette. Modemagazin, ich komme. Achso, und das dann für mich. Dickter Hut. Das kaufe ich, das sind nur 50. Das kaufe ich, das sind nur 50. Ah, und da werden wir wieder teuer. Da gehe ich wieder. Ich werde mal, irgendwann werde ich mal alles durchkaufen. Wenn ich alles habe. PK? Start neugierig den Getränkeautomaten. Ja, da bitte, hab ein Limo. Oder magst du ein Sprudel? Na, Limo, geht schon. Egal. Cool, gell? So, ich kaufe mir aber noch, ja, Tafelwasser. Zweimal. So, jetzt habe ich kein Geld mehr. Okay, bye. Ich habe Schoto-Restaurant aber kein Geld. Ja, Tafelwasser. Lichtschild. Okay. Meine Schwester ist ein Pokémon-Trainer. Trotzdem kann sie ein ungeheuerlicher Kühlgeist sein. Das macht mich manchmal ganz verrückt. Suna. Ein Wanderer wie mir legt es einfach im Blut, hohe Orte zu erklimmen. Selbst wenn es sich dabei um ein Einkaufszentrum handelt. Warum nicht, ja? Na, da herum gefällt's mir. Ist echt schön. So, ich darf nicht vergessen, das Husten auszuschneiden. Wäre sehr gut. Muss ich mir merken. Am Ende der Einkaufsstrapazen. Was ist das da eigentlich? Exklusives Interview mit der Arenaleiterin von Prismania City. Herausforderung zwinge ich auch im Schlaf. Oder lässt du die Gegner einschlafen? Weil ich weiß schon, was du drauf hast und so machst. Das war nicht unlogisch. Na gut, aber ich glaube, Prismania City ist damit noch lange nicht fertig. Aber ich möchte zuerst noch was anderes anschauen. Damn. Genau das, was ich befürchtet habe. Du schon wieder. Ah, du! Oh, ich möchte es haben. Ja gut. Da sollte ich Wellen reiten drüber. Da ist die Spielhalle. Gamerparadies. Oh Moment, jetzt habe ich kein Geld mehr. Das habe ich noch gar nicht gedacht. Naja, theoretisch habe ich noch Nuggets, die ich verkaufen kann. Es ist nicht so tragisch. Aber Gamerparadies kommt bei mir jetzt erst am Schluss. Also, ganz kurz vor dem wirklich Schluss. So muss ich eigentlich sagen. Ist da drin? Hallo? Was, Pokémon? Das Gasthaus ist nur für Menschen gedacht. Leider haben wir momentan kein Zimmer frei. Oh. Mhm. Ja, ist wirklich eine schöne Stadt, ja? Warum nur? Wir wollten euch eigentlich zu zweit verreisen. Nur meine Freundin und ich. Ja. Achso, und... Oh. Wen hast du damit nochmal? Kleinen Bruder und Freund. Ach. Hey, Ola, meine Schwester, die Allerbeste. Naja, dein Freund... Also, deinem Freund taugt das nicht so, gell? Das sage ich da gleich. Naja, manchmal muss man da durch. Hilft nichts. So, da unten ist auch was Interessantes. Hab, du hast jetzt was. Ja, ist schon gut. Ist das? Nein, aber nicht. Die Spielbahn, die man mit Pokémon durch die Luft tauschen kann, ist der absolute Kassenschlager. Scheinchen fliegen nur so vom Fenster rein und sie könnte für Freude in die Luft gehen. Aha. Hi. Wenn man ein Pokémon als Preis anbieten würde, könnte man bestimmt mehr Leute ins Gamer-Paradies locken.
Was hast du mich belauscht? Vergiss bitte ganz schnell, was ich gesagt habe. Mhm. Fängerwack für ein Poster. Dahinter ist kein versteckter Schalter oder so. Mhm. Okay, passt. Kein Problem. Finger weg davon. Oh Gott, ich liebe diese Team Rock-Typen. Hallo. Ist, ja, da ist das, was ich gesagt habe. Meine Pokémon sind endlich schwach. Sind endlich schwach? Sind ziemlich schwach. Muss ich immer Medizin für sie kaufen. Oh. Wusstest du, dass es unter dem Gegnerparadies noch weitere Räume gibt? Aber ich glaube, man. Adieu. Ich habe zu viele Gegnerparadies und jetzt zittern mir die Hände. Ah, macht zu viel Spaß, ja? Bin scharf auf scharfes Curry. Ist echt geil, scharfes Curry. Schaut echt gut aus, muss man rausholen. Wo kriege ich so ein Essen her? Hey du. Hey, ein unbekanntes Gesicht. Die meisten meiner Kunden sind Stammgäste, aber da tut etwas abwechselnd gut, weißt du? Ja, ja, ist cool. Und wo kriege ich jetzt mein Essen her? Ich habe Hunger. Essen, Essen. Na? Scheiße. Sie wollen mir nicht. Okay, was haben die zwei? Schon gut, schon gut. Na komm, dann geben wir was essen. Oh Mann, ich hab Kohldampf. Mhm. Okay, ich glaub, dann sind wir fast überall durch die Arena führen, ne? Und die Kollegin da hinten führt auch noch. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Hi, du. Kommt man für gar nicht in die Arena? Ja, da brauchst du einen Spaltschnitt, weil sonst geht das nicht. Also, dadurch. Soll ich da gleich umgehen? Ja, schon. Schauen wir es uns mal an. So, Zagari. Da ist die Arena, schön aufgedingst. Ja. Das Wesen meines Pummeluff ist hart. Sein Angriff steigt schneller an als und sein Spezialangriff langsamer. Wenn ich mit Duplex sieht, kann es gar nicht verlieren. Mhm. Diese Arena ist toll, sie ist voller starke Trainer. Mhm. Bestimmt. Es ist auch die vierte Arena, aber die werde ich so ziemlich am Schluss von allem anstehen, wenn ihr alles erledigt habt, wie die. Ach Gott, gehen wir rundherum. Wie die Spielhalle, die sollte ich vielleicht zuerst bestreiten, weil das ist jetzt unser nächstes Ziel, sowieso schon. Das ist eh nix. Na, da kommt man nicht eine. Kommt man da eine? Ja, man kann. Ich mache eine kurze Pause. Im Videospielen sollte man grundsätzlich öfter mal ein Päuschen einlegen. Ja, ja, das habe ich gerade erst mal gemacht. Ist kein Problem. Hohoho, ich habe den eigenen Heimscore geknackt. So kann das gern jeden Tag laufen. Da könnt ihr auch Getränke. Ja, schon. Das gleiche Preis sogar. Aber Limonade, hups, ist nicht. Ups, nicht genug Geld, ja. Was saves, ja. Ich liebe dieses Spiel, bei dem man mit einem Pokémon durch die Luft fliegt. Aber ich liebe einfach abheben zu können, wäre noch viel cooler. Ich weiß. Mhm. Hi, du. Ich hab dieses Poster zu bewachen. Wer sich mit mir anlegen, der wird's bereuen. What? Ein Kampf? Ich will mich gar nicht anlegen, ich wollte nur reden. Voilà. Voilà. Und dann muss ich sagen, sorry, der Radikal muss jetzt dran glauben. The Rock, los geht's. Hey, wisst ihr, was wir noch nicht angeschaut haben? Wie schaut Erdbeben aus? Ach, super Zahn, super. Oh, Damage, yeah. Oh Mann, das gibt Ärger. Und es kommt noch härter. Shit. Ah, wenn das so weitergeht, fliegt es noch auf, dass wir von Team Rock. Ich muss drüben mit dem Boss reden.
Da gehst du gerade in die falsche Richtung. Sorge da gerade. Jetzt sind die Spielmünzen ausgegangen. Übrigens, könntest du es bitte lassen, die Wände zu untersuchen? Das gehört sich einfach nicht. Aber da sind so viele coole Poster und ich mag alle untersuchen. Wow, Mother cool! Komm schon! Komm schon, los, nur noch ein bisschen. Ah, fast hätte ich's geschafft. Sag mal, Jesse, sollten wir nicht langsam ins Versteck zurückkehren? Was denn? Wir werden doch wohl unsere wohlverdiente Freizeit genießen können. Immerhin haben wir dem Boss vorhin ein astreines Tagosso mitgebracht. Aus dem habe ich mich schon wieder vergessen, wie die Geheimtür zum Versteck aufgeht. Du musst das Poster untersuchen. Du weißt schon, das Poster unter dem Flugkörper, der so gut zu unserem Namen passt. Mhm. Hä? Flugkörper, der zu unserem Namen passt? Verstehe nur Bahnhof. Ach, Mann, du hast echt eine lange Leitung. Also gut, ich gebe dir noch einen Tipp. Der Name des Flugkörpers reimt sich auf Pakete. Was reimt sich auf Pakete? Muskete? Ich weiß nicht. Hast du nichts Besseres zu tun, als hier deine Zeit zu verplempern? Die Arena? Ja, und was machst du da? Ist die große Frage. Ich mag auch was spielen, komm. Ein maskiertes Pikachu. Das ist das Einzige, was ich an die Pokémon-Spiele jetzt vermisse. Weil die Spielchen, die gingen ja mal. Weil, ja. Spielgesetz. Bäh. Na gut, hi du. Oh, perfektes Training für Reflexe. Du spielst sicher Kampfspiel. Nee, nochmal. Okay. Dann schauen wir mal. Oh, hinter dem Poster ein versteckter Schalter. Du entschließt dich, ihn zu betätigen. Ah. Na, keine Reaktion. Ist das sehr vertieft, ha? Hey, da oben ist Mauzi. Na, wie cool ist das? Ich konnte noch mal mit dem reden. Schade. Na gut. The Rock geht's gut. Ja, gehen wir rein. Willkommen im Rocket-Versteck. Hey, du. Wer bist du? Und wie bist du hier reingekommen? Naja, also, ich hab's ziemliche Idioten in euch am Team. Also, tja, hilft nix. Du kriegst gleich Erdbeam. Und Level 29, nicht schlecht. Da kann ich gut trainieren. Das gefällt mir. Und schon langsam muss ich alles auch ein bisschen trainieren, weil... Ja, Geowatz wird im nächsten Arena-Kampf ziemlich sinnfrei werden. Radfratz. Da ist der Rock noch immer besser. Aber wenn ich mal was hab, da wo ich nicht ganz sicher bin, was ich einsetzen sollte, dann probiere ich mal was aus. Hyperzahn. Hatsch. Zurückgeschreckt. Steinwurf. Autsch. Hab ich mir gedacht, dass das killt. The Rock, yeah. Nur Radfahrt. Okay, machen wir nur einen Steinwurf. Schreckt aber zurück. Knirscher ist gefährlich. Aha. Hat verfehlt? Ach Gott. Na, Hyperzahn. Ja, das ist mir mehr wurscht. So, das tötet. Grono. Haha. Oder? Oh, und Sparky mit Level 33. Oh, das ging in die Hose. Ja, ist richtig so. Na gut, Zeit zum Heilen. Zeit zum Heilen. So viel Geld habe ich nicht. Und ich glaube, wir sind eh schon an der Zeit. Also würde ich sagen, ich verschwinde nochmal aus diesem Gebäude. Und
Ja, Gertrude Helen. Mit dir sollen wir noch ein reden. Und ja, dann werden wir die Bude auf den Kopf stellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also bedanke mich somit bei euch allen fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und fertig.